Ja, liebe Freundinnen und Freunde, guten Abend. Bin etwas kalt erwischt, dass ich heute schon dran bin, aber ich finde die Atmosphäre hier super und ja, deswegen freue ich mich, zu euch sprechen zu können. Und ich möchte euch kurz erzählen, was meine Oma gesagt hat, als Angela Merkel das erste Mal als Kanzlerkandidatin nominiert wurde. Da hat sie gesagt, ja, haben Sie da keinen Mann gefunden? Haben Sie denn da keinen Mann gefunden? Sie war irritiert. Muss ich noch übersetzen? Na? Sie sind bei Bayerischen Grünen. Egal. Also, ist doch schön, dass auch viele Zugwanderer hier sind. Also, haben Sie denn da keinen Mann gefunden? Hat sie sich gefragt und war etwas irritiert. Ich denke, heute sehe meine Oma das anders. Angela Merkel als Frau in der Politik ist Normalität geworden. Sie ist so normal und alltäglich wie die Hausmannskost, die sie bekanntlich gern isst. Das zeigt uns, Einstellungen sind erneuerbar. Menschen können sich ändern. Schauen wir nach Wien in diesem Dezember zur Präsidentschaftswahl. Ein junger Mann, Michael, hat auf Facebook erklärt, dass er bei der ersten Wahl für Norbert Hofer gestimmt hat. Aber er hat sich umentschieden. Er hat jetzt im Dezember für Van der Bellen gestimmt, weil er Frieden in Europa wollte. Und mit ihm zusammen haben sich 70.000 Leute, die erst für Norbert Hofer waren, umentschieden und haben dann für Alexander Van der Bellen gestimmt. Liebe Freundinnen und Freunde, das zeigt uns, Meinungen können sich ändern und Menschen können auch neue Erkenntnisse gewinnen. Wir können die Leute erreichen, wenn wir ihnen ein gutes Angebot machen. Sonst haben sie das Gefühl, dass sie nicht mitgestalten können. Wir wollen, dass die Menschen nicht nur Krümel bekommen, sondern dass sie ein Stück vom Kuchen bekommen. Wir wollen Gerechtigkeit. Und die fängt doch schon vor Ort an. Viele von euch sind ja auch in der Kommunalpolitik aktiv und kennen es. Bauaufträge in Millionenhöhe werden durchgewunken, in ominöser Weise und manchmal auch an Verwandte von Ratsmitgliedern. Aber ich schaue in die Augen des gleichen Ratsmitglieds, wenn monatelang über 10.000 Euro Zuschuss an die Asylsozialarbeit diskutiert wird. Sowas macht mich wahnsinnig wütend, liebe Freundinnen und Freunde, denn Steuergelder müssen für das Gemeinwohl verwendet werden. Danke. Ihr alle arbeitet vor Ort für viele Themen, zum Beispiel dafür, dass Eltern ihre Kinder in eine nahegelegene Kita schicken können, nicht 2 Stunden umherfahren müssen, dass Kinder im Grünen spielen können, für einen besseren ÖPNV, für so viele Themen brennen wir. Aber wenn wir aktiv sind in Türschenreuth, Aschaffenburg, Freising, Forchheim und vielen anderen Städten, dann, wenn wir uns bewegen, dann muss sich auch Berlin bewegen. Wir können nur so viel machen, wie die Rahmenbedingungen aus Berlin uns auch zulassen, dass wir was machen können. Liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen wollen wir auch in Berlin die Politik mitgestalten. Wir wollen die Herzen der Menschen erreichen. Wir wollen sie motivieren, freiwillig bei unserer Bewegung mitzumachen, auch für eine Verkehrswende. Daher freue ich mich ja, wenn Dieter Zetsche in Turnschuhen auf unseren Parteitag kommt. Aber noch mehr freue ich mich, wenn er im Elektroauto vorgefahren kommt und wenn er jeden Tag zur Arbeit mit dem Elektroauto fährt. Das wäre glaubwürdig, das wäre ein super Zeichen, liebe Freundinnen und Freunde. So erreichen wir die Menschen, aber doch nicht mit 5.000 Euro Prämie. Liebe Mitgeschädigte der Großen Koalition, wir wissen sehr viel, aber wir sagen nicht, dass wir immer alles besser wissen. Aber wir versuchen, aus Fehlern zumindest zu lernen. Und wenn man ein was aus der Abwrackprämie lernen konnte, dann doch, dass kurzfristiger Geldzufluss der Autoindustrie langfristig nicht hilft. Denn wenn sich jemand, der sich einen BMW i3 kaufen will, sagt sich doch nicht, wow, 5.000 Euro weniger, jetzt kaufe ich den. Sondern der fragt sich, wie weit komme ich denn mit dem Auto? Muss ich auf dem Handy nach Tankstellen suchen? Komme ich zu meinem Ziel? Mobilität heißt von A nach B kommen. Das will der wissen. Und deswegen brauchen wir Offensive für Stromtankstellen. Und ich hoffe, die Bundesregierung und die Autoindustrie wird das liefern. Lasst uns dafür entscheiden.
Lasst uns auch für die Energiewende entscheiden. Dann brauchen wir keinen Ausbaudeckel, sondern wir sehen, was diese großartige Bewegung alles noch auslösen kann. Wir haben jetzt schon 400.000 Jobs in der erneuerbaren Energienbranche, 100.000 Jobs in der Bürgerenergie geschaffen. Und für diese Bewegung wollen wir nicht an irgendwelchen Paragraphen drehen. Wir wollen umsteuern. Wir wollen, dass Kohle und Öl im Boden bleibt, liebe Freundinnen und Freunde. Kohle und Öl wollen wir überhaupt nicht weiter verheizen. Deswegen emissionsfreie Autos ab 2030 und in Zukunft brauchen wir auch keine Ölheizungen mehr. Erneuerbare sind wettbewerbsfähig, wenn es faire Wettbewerbsbedingungen gibt. Die Bundesregierung verkauft auch die Ausschreibungen als fairen Wettbewerb und sagt, der Welpenschutz ist vorbei. Ihr müsst vorangehen, ihr müsst innovativ sein, flexibel sein. Aber die Wahrheit ist, dass diese Politik auf die Atom- und Kohlekonzerne zugeschnitten ist, die eben überhaupt nicht flexibel sind. Also gleiche Ausgangsbedingungen und kein einseitiger, versteckter Kohlepfennig. Aber nicht alles kann politisch entschieden werden. Denn was ist die Energiewende? Die Energiewende ist nicht nur eine Statistik. 80% der Menschen in diesem Land befürworten den Ausbau erneuerbarer Energien. Ja, das ist so, aber das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Es geht auch darum, dass wir die Menschen überzeugen, dass sie nicht nur für die Energiewende international, abstrakt, in Deutschland, sondern konkret bei sich vor Ort sind. Ich weiß, wir fassen uns häufig an den Kopf und denken, checken Sie es nicht? Wir brauchen Erneuerbare, Fossile sind endlich. Aber wenn Sie es nicht verstehen, liegt es vielleicht auch daran, dass wir nicht immer gut genug kommunizieren. Lisa, kommst du bitte zum Ende? Ich arbeite bei einem grünen Energieversorger. Und was glaubt ihr, was ich mache, wenn dort Leute anrufen und mir sagen, die Windkraftanlage bei mir ist zu laut? Dann sage ich denen, ja, ich komme vorbei, ich komme zu dir auf den Balkon und ich höre mir das an, was bei dir los ist. Ob die Einladung dann immer ausgesprochen wird, ist eine andere Sache. Lisa, du bist über deiner Zeit. Aber wir müssen zu den Menschen gehen und ihnen konkret die Zuversicht bringen und das Vertrauen, dass die Energiewende für sie richtig und wichtig ist. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne stehen Lisa, für die Energiezukunft, über der Zeit. Für die soziale Gerechtigkeit, für die Geschlechtergerechtigkeit. Ich möchte mit euch dafür kämpfen und ich bitte dafür um euer Vertrauen. Lisa, vielen bitte. Dank.